In Deining-Leutenbach findet man auch bei genauerem Hinsehen kein Märchenschloss à la Neuschwanstein. In der oberpfälzischen Gemeinde gibt es allerdings etwas, was Antworten liefert zu einer Frage, die Bayern schon seit über einem Jahrhundert beschäftigt. Beging Ludwig II. Wirklich Selbstmord im heutigen Starnberger See? Nein, meint der Deininger Hobbyhistoriker und Sammler Sepp Schleicher. Wenn man sich mit dem König Ludwig so intensiv beschäftigt, dann lernt man natürlich immer mehr sein Wesen kennen durch persönliche Briefe, durch so vieles. Und dann ist mir ganz früh klar geworden, also da kann was nicht stimmen an dieser Geschichte über den Tod. Das passt so überhaupt nicht zum Wesen des Königs. Schon in der Schule war Sepp Schleicher von dem als Märchenkönig bekannten Herrscher fasziniert. Sein Haus ist bis unter das Dach mit rund 1500 Exponaten aus der Zeit Ludwig II. Gefüllt. Nach jahrzehntelangen Bemühungen konnte Sepp Schleicher das Tagebuch von Dr. Schleiß von Löwenfeld erwerben. Dieser war von Ludwigs Kindheit an dessen Leibarzt und schrieb viele Erlebnisse im Königshaus nieder. Die große Herausforderung ist vor allem erst einmal, dass er eine typische Arzthandschrift hatte, die also wirklich ganz, ganz schwer zu entziffern ist. Und dann ist es natürlich noch in der alten deutschen Schriftweise Sütterlin geschrieben. Dr. Schleiß von Löwenfeld erinnert sich in seinen Einträgen zum Beispiel daran, dass Ludwig bereits als Kind viele Nächte jämmerlich winselte und oft über Kopfschmerzen klagte. Als der Märchenkönig entmündigt werden sollte, wurden zwar Mediziner um Rat gebeten, nicht aber die beiden langjährigen Leibärzte. Der Dr. Schleiß von Löwenfeld und der andere ist Max Gietl. Und beide sind bemerkenswerterweise nicht herangezogen worden, weil man sicher wusste, die sind eindeutig überzeugt, dass der König Ludwig weder geisteskrank ist noch Mörder oder Selbstmörder. Schleiß von Löwenfeld macht nicht nur in seinem Tagebuch keinen Hehl aus seiner Meinung. Er bat den damaligen Reichskanzler von Bismarck um Hilfe und bringt sich in einer Zeit des politischen Umbruchs selbst in Gefahr. Er hat wirklich seine ganze Respektabilität aufs Spiel gesetzt, um an Zeitungen zu gehen und zu sagen, ich als Leibarzt, der den König immer begleitet hat, der in jedem Schloss bei ihm gewohnt hat, ich bin überzeugt, der König ist in keinster Weise geisteskrank. Was passierte also wirklich an diesem regnerischen Abend des 13. Juni 1886? Dass Ludwig II. Freiwillig seinem Leben ein Ende setzte, hält Sepp Schleicher für ein Märchen. Er will beweisen, dass der Monarch ermordet wurde. Das Tagebuch hilft ihm dabei. Nach wie vor bleibt aber Neuschwanstein die vielbesuchte Touristenattraktion. Im oberpfälzischen Deining findet sich dagegen eines Tages womöglich das entscheidende Puzzleteil, um eine Legende neu schreiben zu können.